Jo Leute und damit willkommen zurück zu Wendels Monday. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja die Apokalypse ausgelöst haben, wegen Sally, weil sie ja den Ring hat und halt alles brennen sehen will, hatten wir ja noch den Tod getroffen vorher. Matt ist jetzt bei uns unten in der Wohnung. Jetzt haben wir die vier apokalyptischen Reiter vor uns. Das ist Hungersnot. Macht er die ganze Zeit, weil sein Unterkiefer fehlt. Pestilenz ist da, Krieg und Tod. Und die wollen was zu essen haben. Ja. Schauen wir mal. Das ist Hungersnot, armer Teufel. Entschuldigung, Todestypen. Mein lieber Junge, je länger du hier bleibst, desto ärger wird unser Verlangen, dich zu verspeisen. Also besorg uns lieber unser Mittagessen. Und denk dran, wir lieben Gegrilltes. Okay. Ja, die letzte Folge ging auf 40 Minuten, weil da so viel Text war. Manchmal kommen wir da runter. Jetzt? Es muss einen besseren Weg nach unten. Okay, also nicht. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Naja, passiert. Ich gehe Leuten nicht gerne. Okay. Hallo. Hat Matt was Neues? So weit ist es also gekommen. Das Ende der Welt. Wer hätte das gedacht? So sieht's aus. Und trotzdem steigt auf dem Dach eine Party. Warte mal. Da ist eine Party auf dem Dach? Habe ich jedenfalls Leuten hören. Soll ein Riesending werden. Es gibt sogar ein Barbecue. Super, ich stehe voll auf Burger. Aber... Was aber? Ich habe den ganzen Tag noch nichts von Sally gehört. Sie hat das Telefon nicht an und das sieht ihr gar nicht ähnlich. Ich mache mir langsam Sorgen. Was, wenn die Typen vom Klamottenladen sie gekidnappt haben? Im Ernst? Darüber machst du dir Sorgen, dass die Typen vom Hochzeitsausstatter sie gekidnappt haben könnten? Ich krieg von solchen Läden echt schlechte Vibes mit. Ich dachte immer, da hängt irgendein gruseliger Alter im Keller rum, der nachts hochkommt und alle Kleider anprobiert. Wie auch immer. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hab Sally bei der Party gesehen. Ehrlich? Na komm, bei sowas würde ich dich doch nicht anlügen. Komm schon, Randall. Du hast mir mal erzählt, dass Sally in einem Müllcontainer steckt. Und ich hab fast einen Arm verloren, als ich sie da rausholen wollte. Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Aber stimmt das denn? Sally ist auf der Party? Ja, klar. Hab ich doch gesagt. Okay. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sie sehen. Klar, aber die hängt doch sicher mit ihren Freundinnen ab. Und die kann ich nicht ausstehen. Die Bräute sind echt Furien. Entspann dich. Sie war allein da. Tja, vielleicht komme ich später mal vorbei. Mal sehen. Ja, deine Entscheidung. Okay, ich habe ihn jetzt auch einfach mal so angesprochen. Wollen wir ihn verfüttern oder was machen wir jetzt eigentlich? Wahrscheinlich, ne? Alter, vergessen wir mal alles andere und machen richtig schön Party. Weiß nicht, Mann. Was läuft denn für Mucke? Ja, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde sie als episch bezeichnen. Du weißt, dass ich mich langweile, wenn mir die Musik nicht gefällt. Und dann trinke ich mehr, als mir gut tut und dann passieren komische Sachen. So wie mit Vesuvius, Matt. Wollen wir nochmal ein Vesuvius, Matt, Randall? Ich weiß nicht, ob dir der Sound gefällt, aber wir könnten uns trotzdem amüsieren. Weiß nicht, Mann. Ich sehe es einfach nicht. Wenn mir die Musik zufällig gefällt, dann ja. Wenn nicht, bleibe ich wohl lieber hier auf deinem gemütlichen Sofa. Großartiger Plan. Es kam ja auch epische Musik zwischendurch bei der Erklärung, was alles passiert ist und so, ne? Und im Übrigen, da gibt's genug zu saufen, um selbst Jelzin ins Koma zu befördern. Oh, klingt gut, aber... Was aber? Du kennst mich, Randall. Ich hab Prinzipien. Ich kann nicht ohne was in der Hand uneingeladen zu einer Party gehen. Ich sollte wenigstens was zu trinken mitbringen, oder? Oh Gott! Matt Griffin redet über Prinzipien? Das muss wirklich der Weltuntergang sein. Einfach nur eine Frage des guten Benehmens, mein Freund. Benehmen? Okay, du verarschst mich nur. Komm schon, du weißt noch nicht mal, was das heißt. Ich mein's ernst, Randall. Ich gehe nicht auf die Party, wenn ich nichts zum Mitbringen habe. Okay. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ja. Ups, wir müssen jetzt Musik besorgen, wir müssen ihm was als Mitbringsel besorgen oder was? Okay, was noch? Okay, ich sehe schon, du hast keinen Bock. Dann muss ich mir wohl einen anderen Rodney Dangerfield suchen. Komm schon, reg dich nicht auf, man muss die Dinge eben richtig angehen. Und weißt du, ich fühle mich gerade nicht so richtig nach Party. Naja,
Deine Entscheidung. Momentan haben wir nicht wirklich was hier für dich. Das würde ich eher lassen. Okay. Das hier? Nein. Gehört schon, Matt. Ja, wir haben ja momentan nichts, ne? Da war eh nichts drin. Was hat das hier immer noch mit zu bedeuten? Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Spinn ich oder ist das eine von diesen Opferdolchen? Das ging aber vorher nicht, ne? Jetzt geht das mit einem. Na gut. Keine Ahnung. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Geht das? Das ist keine gute Idee. Aber wie machen wir das denn? Verdammt, wenn ich den Dolch... Okay. Wir brauchen unbedingt irgendwas, dass wir das festmachen können, ne? Das ist Metz Kaffeetasse. Haben wir momentan aber nicht, okay. Verdammt, wenn... Sehen wir hier auf jeden Fall nicht. Wir gehen mal runter. Junge. Wie das hier aussieht, Lava. Ich bin ziemlich sicher, dass die Lava hier vorher noch nicht war. Ich auch. Ich bin doch nicht bescheuert. Warum nicht? Geh doch baden. Nee. Schade, geht nicht. Wir gehen erstmal hinten rein in die Gasse. Gucken mal, wo da was ist. Ich mach mal. Warte mal. Ich hab was anderes vergessen. Wir gehen nochmal kurz hoch. Wir gehen gleich zu den Zombie. Geht er jetzt hier raus? Da geh ich. Ehrlich nicht? Dann halt nicht. Guck mal, da liegt ein Auge rum. Der sieht schlimmer aus als gewohnt. Aber er riecht noch genauso. Hallo! Welch wunderschöner Tag! Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Okay. Sorry, ich habe kurz was geguckt. Oh, mein Freund, geht es dir heute nicht gut? Oh, mein Freund. Geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich habe mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit es mir besser geht. Ich glaube, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Ja? Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur... etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst, besorge ich dir den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt.
Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, wenn... Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Was zur Hölle geht hier eigentlich ab, ey? Und die Musik wieder im Hintergrund, ne? Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Ring ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Was? Hast du heute noch was vor? Tja, wenn ich mich in der halben Stunde noch so mies fühle, reiß ich mir wohl die Eingeweide raus. Wenn's nur ein bisschen hilft, dieses miese Gefühl loszuwerden. Ja, ich weiß nicht. Wenn's dir echt so übel geht, warum gehst du dann nicht einfach zum Arzt? Im Ernst? Nee. Wollt nur mal sehen, wie du reagierst. Sehr lustig. Ich erwäge ernsthaft, mich in die Lava zu stürzen. Oh, komm schon, Mann. Mach das nicht. Du hast doch noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Da hast du recht. Sieh mal, die Welt geht den Bach runter und um ehrlich zu sein, bist du mir scheißegal. Ich hab zu tun. Ja. Wenn du mir nicht helfen willst, dann verpiss dich einfach. Tja, dann sollen wir uns halt verpissen, ne? Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder, sorry. Ich musste kurz was machen. Okay. Die Tage, an denen es sich gelohnt hat, ihm zuzuhören, sind Vergangenheit. Der braucht eher was gegen seine Schmerzen. Haben wir aber momentan nicht. Schauen wir mal. Dann gehen wir mal ein bisschen rum, was alles so vorkommt noch. Ja. Was? Er war nie der Lebendigste, aber jetzt? Hey, Murray! Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilleeis. Ist das so? Oh, Murray. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein, also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie, die Geschichte mit der Ente und... Hör auf, daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, naja, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Murray? Okay, okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis, glaube ich. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge.
Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst, aber ich habe noch eine Menge vor und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle, das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst, das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Klar lebst du. Mit, dass man hier deine Knochen sieht, dass du komische Hautfarbe hast, scheinbar hat er auch keine Schmerzen, aber naja, er lebt ja, ne? Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Hier oben? Hatten Sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelegt und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Ah ja. Aha, typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starrkopf, was, Murray? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab's ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben. Erdbeben? Tut mir leid, Murray, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie sie in meinen Augen aussehen, Murray. Ja, ich glaube, das ist besser so. Weil sonst kriegt er von Mary wieder Ärger. Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Mary. Ich kenne mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN602 könnte dem was anhaben. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Murray. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fang ich wieder damit an. Dieser Typ, ne? Ehrlich, Murray. Sie sehen gar nicht gut aus. Was soll ich sagen, Junge? Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Ich bin da mal weg. Tja, dann... Ich bin weg. Ja. Und jetzt? Aus dem kriege ich nichts Brauchbares mehr raus. Nichts für mich drin. Okay. Hier können wir auch nicht rein, ne? Geschlossen. Und jetzt? Können wir hier hinten lang? Lass mich mal gucken, vielleicht können wir doch da hinten irgendwo lang. Wäre neu, aber naja. Jetzt habe ich rausgetappt, toll. Aus dem kriege ich nicht. Ich hasse es. Nö. Das ist das einzige Spiel, wo ich raustappe, aus Versehen, in vollem. Es minimiert ja auch noch, das ist dumm. Da will er halt echt nicht raus. Matt, komm schon, die Party auf dem Dach, das wird der Hammer! Du kennst ja meine Bedingungen, Kumpel. Erst brauchen wir was zu saufen und dann muss mir die Mucke auch noch gefallen. Sind diese Bedingungen erfüllt? Ich glaube nicht. Okay, okay, ich behalte es im Kopf. Die Mucke. Entschuldigung, Todestypen. Mein lieber Junge,
Je länger du hier bleibst, desto ärger wird unser Verlangen, dich zu verspeisen. Also besorg uns lieber unser Mittagessen. Und denk dran, wir lieben Gegrilltes. Das können wir denn jetzt machen? Es muss einen besseren Weg... Was hat er eigentlich in der Hand? Kartoffeln oder was? Ich gehe... Okay. Kann ich ein Kaugummi geben? Das würde ich eher lassen. Okay. Für heute habe ich genug in dem Müll der Nachbarn rumgeschnüffelt. Heute? Bis jetzt aber noch nicht. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Natürlich. Was denn jetzt? Lava, lava, lava. Können wir irgendwas geben? Nein. Nein, das gehört nicht. Das würde ich eher lassen. Das würde ich eher lassen. Den behalte ich. Den behalte ich lieber. Das macht. Das ist kein. Das ist kein. Das macht. Okay. Hör mir gar nichts, mein Gott, ne? Das macht. Das macht definitiv keinen Sinn. Das. Okay. Sorry. Manchmal muss ich so blöd sein. Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl. Warum nicht? Der Fahrstuhl wird halt immer noch angezeigt. Das macht. Definitiv gar keinen Sinn. Kann ich ihn jetzt Kaugummi geben? Das würde ich. Das würde ich lieber lassen. Pizza. Hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Pizzaschachtel. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Kühlschrank. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Was haben wir denn hier noch alles? Matt, komm schon. Du kennst ja meine Bedingungen, Kumpel. Erst brauchen wir was zu saufen und dann muss mir die Mucke auch noch gefallen. Sind diese Bedingungen erfüllt? Ich glaube nicht. Okay, okay, ich behalte es im Kopf. Er braucht was zu saufen. Haben wir hier irgendwas drin? Da rührt sich. Das Ding werde ich nie wieder. Okay. Mist. Mist. Geht nicht. Geht nicht. Hier wäre halt auch nichts weiter, ne? Oh. Hey, man soll kein... Man soll kein Wasser verschwenden. Ich glaub nicht, dass das was bringt. Dann eben nicht. Können wir... Nee. Schade. Schade, schade, das geht nicht. Hier haben wir auch nichts drin. Ah, wir noch mal nach oben. Rizinusöl. Eine Flasche Rizinusöl. Ekelhaft. Die kann ich wohl nicht einfach so nehmen. Okay. Nee. Nein. Nein. Gehört, Matt. Das würde ich... Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Sollst du ja auch nicht. Mein lieber Jusubis. Und denk da! Das würde ich. Das will ich überlassen. Nee. Ich will das Rizinusöl haben. Das macht. Hä?
Bin ich dumm oder so? Es muss einen besseren Weg. Hier haben wir halt nicht mehr. Und ich drück nicht auf Tab. Wir haben schon den Erfolg dafür bekommen, also. Was ist das? Das macht. Hätte ja klappen können. Den eigentlich. Das macht definitiv keinen Sinn. Wofür haben wir das denn jetzt noch alles? Was können wir denn noch machen? Ja. Was für ein Schwachsinn gerade, ey. 25 Minuten haben wir schon wieder drauf. Ja. Was können wir denn noch machen? Wie kriegen wir eigentlich den Schlüssel, also den Dolch? Brauchen wir den noch? Die Statue Sorry. Kann ich nicht tragen. Sorry, ich hab mal muten sollen. Verdammt! Warum nicht? Kaugummi vielleicht? Oh. Wow. So einfach. Na toll. Das Ding gibt ziemlich schlechte Schwingungen ab. Nehmen wir mit. Oh Mann! Endlich! Was haben wir denn da? Zeremonien durch. Das Ding macht mich in meinem Inventar etwas nervös. Naja. Was mir jetzt noch einfallen würde? Wir töten Matt. Na komm schon. Das ist Matt. Das kann ich nicht machen. Warum nicht? Können wir. Sorry. Können wir es hier anwenden? Ja, klar. Ich gebe irgendwelchen Typen auf der Straße spitze Gegenstände in die Finger. Warum nicht? Bei ihm vielleicht anwenden? Sonst würde nur noch Mary fehlen. Ja, klar. Ich gebe irgendwelchen Typen auf der Straße spitze Gegenstände in die Finger. Klar, sag ich doch. Natürlich wird es das. So, gut. Dann machen wir es halt bei Mary. Würde ich mal so sagen, ne? Ups. Hi, Mary. Tut mir echt leid, Mary. Ja, was zum Geier? Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen. Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Geht's wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger! Du wolltest mich umbringen! Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal! War das ein Theaterdolch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot! Unmöglich! Oh doch. Was mache ich denn jetzt? Tja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man Sie nur wie einen Zirkusfreak. Verdammt! Das ist real! Das ist wirklich real! Es ist Realität! Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh. Wir sind erledigt. Ach, ist echt schade. Sie haben nicht so viel Grillfleisch dabei, oder? Sie sind mir nicht gerade eine Hilfe, Mary. Bis später.
Wir sind erledigt. Ich weiß nicht, Junge. Nenn mich ruhig skeptisch, aber ich glaube nicht, dass Mittagessen die Lösung für all das hier ist. Ha, deswegen bin ich der Protagonist und Sie spielen nur eine Nebenrolle. Wie bitte? Vergessen Sie es, mein beschränkter Freund. Hey, Vorsicht. Mein Körper mag ja am Verwesen sein, aber ich kann dir immer noch ganz gut einen auf die Mütze geben, ja? Okay, Murray. Immer mit der Ruhe. Ah, ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Und was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Tja, Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch da runtergehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Ach so. Nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt... Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie... Und als Sie von Aliens entführt wurden und Sie fliehen konnten, indem Sie mit Ihrem treuen Barbecue-Matic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal, müssen Sie selbst wissen. Sie können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich ja so. Ach, kommen Sie, nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho. Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Murray. Und blicken Sie nicht zurück. Und tschüss. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Murray aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden Sie vermissen, Officer. Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Okay. Hier ist Murray. Und jetzt fick mich von der anderen Seite. Murray, Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett. Coole Sache. Verdammt richtig. Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray. Ziehen wir's durch. Bitte sehr, der Grill. Super Mittagessen. Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Richtig. Das Essen. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bring bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und, wenn ich euch fragen dürfte... Wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay, mir fällt schon was ein. Naja, mir fällt auch jemand ein. Matt vielleicht. Eine Flasche Rizinusöl. Ekelhaft. Okay, jetzt haben wir das. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir weitermachen und gucken, wie wir hier Matt hochkriegen, dass wir den auf den Grill packen können, würde ich erstmal die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Bandits Monday. Bis dann. Ciao, ciao.